Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2 und damit wir gleich wissen, wo wir hin müssen, gehen wir direkt nochmal zu unserer Freundin. Ah, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Fragment des Feuers. Wer weiß, was aus diesem geraten wird. Vielleicht finden sie einen neuen Ort zum Leben. Ich hätte gerne einen Ort, den ich zu Hause nennen kann. Falls ihr weitere Informationen zu den Fragmenten des Magischlüssels braucht, kommt zurück zu mir. Das war mein Plan. Deswegen bin ich eigentlich unterwegs. So. Ja, ich wüsste gern mehr über den des Eises. Zu Zeiten des Kaiserreichs, das ist also die Vergangenheit, bevor der Staat der Kontinent zu schmelzen begann, lebten dort wilde Wikinger. Okay. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach dem Stück. In der Vergangenheit müssten wir theoretisch eh, wenn wir zu dem Schmied wollen. Und zu dem will ich. War da oben irgendwas? Ah, ich glaube, da war so ein Minispiel, oder? Ja, genau. Oder? Keine Ahnung. Egal. Ich ignoriere es jetzt einfach. Ja, gibt es jetzt nicht viel dazu zu sagen. Wo ist hier der nächste Magilit? Auf der Pirateninsel ist einer. Die Frage ist, komme ich von dort einfach wieder hier aufs Festland? Schauen wir mal. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Wir kommen in der Zukunft kommen wir zurück mit dem Schiff. In der Vergangenheit haben wir das Boot hier. Aber in der Gegenwart, in der Vergangenheit. Ich rede gerade wie ein Unsinn, oder? Ja. Okay. Okay, ignorieren wir einfach, was ich gesagt habe. So, wir gehen einfach da hoch, gehen mal in die Vergangenheit und dann schauen wir, was hier los ist. Das ist mal der nächste, der mir einfällt. Sonst könnten wir natürlich noch in den Dämonenwald gehen, wo ja auch ein Fragment stecken müsste. Und noch einen gibt es irgendwo. Wo war denn der? Der war unten beim Dorf, oder? Der muss irgendwo beim Dorf sein, wo wir angefangen haben mit dem Spiel. Ah, ist ein Boot. Sehr schön. Gut, dann ist das eigentlich der beste Magilit, den wir soweit finden können. Meiner Meinung nach. Ah, dann gehen wir jetzt aber noch zuerst zum Schmied und holen uns eine neue Rüstung. Wenn wir jetzt schon mal da sind. Da wird der Schlangen wieder hin. So. Möchte belästigen, ist Zeitverschwendung. Ich habe nämlich keine Waffen zu verkaufen. Fertige nur ganz besondere Waffen, müsst ihr wissen. Ja, das kennen wir schon. So, Orikon-Erz. Habt ihr etwas Orikon abgebaut? Oh, dann lasst mir etwas daraus schmieden. Was soll ich euch anfertigen? Das Schwert wäre natürlich praktisch. Soll ich ein Orikon-Schwert für euch schmieden? Um dieses diesen Gegenstand herzustellen, brauche ich 4 Stück Orikon-Erz. Dann los. Viel Schaden machen ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Leben haben wir nicht so wenig, aber viel Schaden ist gut. Fertig! Gefunden, ein Orikon-Schwert, das ultimative Schwert. Eine schärfere Klinge findet ihr nicht. Mit Verlaub, das ist Handwerk vom Feinsten. Kommt zurück wieder, wenn es andere Gegenstände gibt, die ich für euch schmieden soll. So, wie viel haben wir denn jetzt noch von dem? 3 Stück. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas basteln können daraus. Tak, tak, tak. Der kostet 2. Und wird eher so eine Brustpanzerung, wenn sich das ausgeht. Rüstung. 5 Stück! Meine Güte. Dann probieren wir nochmal den Helm. War das ein Helm? Ah, Stiefel. Okay. Ja, nehmen wir das. Dann passt perfekt. Okay, fertig. Gefunden Orikon-Stiefel. Gemütlich, haltbar, mit diesen ultimativen Stiefeln an euren Füßen könnt ihr diesen Text nicht fertig lesen. Mit Verlaub, das Handwerk vom Feinsten. Ich erlaube es dir. So, wir haben 2 gute Ausrüstungsstücke schon mal. Ich glaube, das Orikon-Schwert ist keine schlechte Idee. So.
Wo ist jetzt der eisige Kontinent? Ist das hier im Süden vielleicht? Was ist denn das für ein Gebiet? Reicht das schon mal? Boah, ich mach Büsche mit einem Schlag kaputt. Oh mein Gott! Dieses Schwert! Sieht auf jeden Fall schon mal eisig aus. Ich schätze mal, so einfache kleine Gegner sind jetzt schadenstechnisch kein Problem mehr. Was haben wir denn hier? Das ist noch eine Kiste. Was war denn hier? War hier ja, da merkt man schon eher. Dass wir ordentlich Schaden machen. Einfach jeden Gegner hier wegnatzen. Was gibt's denn hier? Ich war hier bestimmt schon mal. Ah, ja genau. Da war das mit dem Mammuts. Das Mammut schieben. Gut, dann gehen wir wieder. Bevor ich da jetzt irgendwo reingezogen werde, wo ich nicht rein will. Aber die Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Kann der schaden? Okay. Jetzt kommen wir mal wieder da runter, wo das Dorf ist. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Eigentlich seit am Anfang nicht mehr. Theoretisch könnten wir dann ja da in die Gegenwart zurück ins Dorf. Auch wenn dort, glaube ich, nichts ist aktuell von Interesse. Gehen wir einfach durch. So. Der eisige Kontinent. Ah, ich sehe es. Ah, und da kommt man direkt hin. Kann ich da irgendwo an Land gehen? Die Insel ist mir auch neu. Wo führt denn das hier hin? Oh, was ist denn hier drin? Okay. Kann ja noch interessant werden hier. Will ich wissen, was hier ist? War das der eisige Kontinent? Ruinen der... Ah, okay. Interessant. Ruinen der Magie. Okay. Das muss ich mir irgendwann später mal anschauen. Ich glaube, da müssen wir später dann eh hin. Aber ich gehe jetzt mal... einfach den Plan entlang hier runter, weil da ist ein eisiger Kontinent. Und ich glaube, das ist auch das, wo wir hinwollen. Es ist nur die Frage, wo wir an Land gehen können. Gehe ich da irgendwie rein? Irgendwo? Da vielleicht? In der Bucht? Mein Gott! Ich habe das Gefühl, ich muss da... Nee, es bringt ja nichts. Wenn ich da in der Zukunft was ändern würde, wird das ja hier in der Vergangenheit nichts bewirken. Okay. Das ist natürlich irgendwie blöd. Komm ich da nirgendwo hin? Sieht so aus, als könnte man hier rangehen, aber nee. Da komme ich auch nirgendwo hin, oder? Nee. Okay. Ist bei der Insel irgendwas, wo wir rangehen können? Da ist ein Punkt. Gehen wir mal hier rein. Der Nymphenwald. Also sind wir wieder in der Gegenwart? Das ist unmöglich. Wir haben keinen Magiliten aktiviert. Ich habe nichts angefasst. Manche Leute behaupten, dass sich der Nymphenwald außerhalb der Zeitgrenze befindet. Damit müssen sie das hier gemeint haben. Dieser Ort ist wirklich komisch. Findet ihr nicht auch, Scouty? Okay. Interessant. Willkommen im Nymphenwald. Hier laufen alle Zeitströme zusammen und bilden unendlich viele Gegenwarten. Es ist ein wunderbares Geschenk von Mutter Natur, dass wir in einem einzelnen Augenblick ewig leben
können immer und immer weiter, ohne Ende. Findet ihr nicht? Ah, okay. Seid ihr ebenfalls hier, um eure Bestimmung zu finden? Also wohl genau wie die anderen Helden, die die Weisheit unseres Orakels suchen. Ach, und mit der keine Karten spielen. Nee. Sieht jetzt nicht unbedingt wie eine Kartenspielerin aus. Wenn das eine Frau ist. Ach, ihr seid es? Wart ihr nicht schon einmal da? Oder seid ihr vielleicht noch gar nicht da? An diesem Ort ist Zeit kaum von Bedeutung. Es kann sich kompliziert werden. Oh, mein Nachbar Totoro. Und was zum Teufel? Da ist Zora, Bomberman, Link, Ryu. Helden reisen von nah und fern an, um sich von unserem Orakel ihre nächste Aufgabe offenbaren zu lassen. Das ist, dass sie die gesamte Vergangenheit und Zukunft kennt, kann nur sie ihre Fragen beantworten. Und weil wir uns am Zusammenfluss der Zeitströme befinden, müssen sie manchmal jahrelang auf die Offenbarung ihres Schicksals warten. Ihre Anhänger erwarten ihre Rückkehr bestimmt mit Sorge. Und Super Mario, genau. Lass jetzt los. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Ach, dieses Lied wird mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Wo sind meine Bomben? Ich weiß genau, dass ich sie vor einer Sekunde noch hatte. Wenn euch eine rätselige Fee begegnet, lauft einfach in die andere Richtung davon. Okay, er spricht aus Erfahrung. Dieses Mal werde ich diesen hochnäsigen blonden Pinkel komplett zermalmen. Ich hoffe nur, dass sie nicht entführt wird. Wieder einmal. Video Games Hall of Fame, Errungenschaft freigeschalten. Ihr seid irgendwie anders als die anderen Helden. Seid ihr denn überhaupt ein Held? Ich bin eher der Zerstörer. Willkommen, Helden dieser Welt. Ich bin kein Held. Ich sehne mich nur nach meinem Sohn. Ich weiß, Minos. Die Zeitströme verbergen keine Geheimnisse vor uns Nymphen. Alle Geschehnisse hier wiederholen sich ständig und endlos immer wieder. Aber das heißt ja, dass alles bereits vorher bestimmt ist. Egal was wir tun, alles ist sinnlos und ohne Bedeutung. Ganz im Gegenteil, Fina. Die Entscheidungen, die ihr trefft, bestimmen euer Schicksal. Und umgekehrt formt das Schicksal eure Entscheidungen. Nur wenige verfügen über absolute Freiheit, die Fähigkeit, alles zu ändern. Ihr meint Scouting, nicht wahr? Ja, Scout ist einer dieser wenigen. Seine Entscheidungen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft könnten alles oder nichts ändern. Heißt das, er kann meine Eltern und mein Dorf retten? Und dass ich meinen Sohn helfen kann, bevor es zu spät ist? Ja, vielleicht. Und noch viel mehr. Doch zuerst müsst ihr die 5 Fragmente des Magischlüssels finden. Deshalb seid ihr doch hier, oder? Ich habe eine Frage, Oracle. Nur zu, Velvet. Ist es nicht riskant, den Magischlüssel zu benutzen? Er könnte mit Leichtigkeit mehr kaputt machen als retten. Die schiere Wirkung eines solchen Ereignisses auf das Raum-Zeit-Kontinuum. Ich kann eure Frage nicht beantworten, Velvet. Damit müsst ihr Menschen euch befassen. Wir für Nymphen sind Vergangenheit und Gegenwart bedeutungslos. Genau wie Ursache und Wirkung. Es gibt kein Heute und kein Morgen. Nur ein ewiges Jetzt. In diesem Jetzt seid ihr gleichzeitig hier und nicht hier. Wollt ihr damit sagen, dass das, was wir als vorher und nachher betrachten, für euch ein Ganzes ist? Ganz genau, Minos. Deshalb können wir Dinge nicht als gut oder schlecht aburteilen. Sie sind nichts weiter als Teil eines Ganzen. Warum sollte jemand also zwischen ihnen unterscheiden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstehe, aber ich stimme zu, dass nichts jemals nur schwarz oder nur weiß ist. Rene zum Beispiel, er wollte eine Menge Menschen töten und auf gewisse Weise hatte er damit Erfolg, da wir ohne ihn nie an die Waffe gelangt wären. Aber wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre und das Kaiserreich meine Familie getötet hätte, würde ich nicht dasselbe tun? Ich würde gern glauben, dass ich es nicht getan hätte, aber mit Gewissheit kann ich das nicht sagen. Ich schätze, dass wir unseren Schaden manchmal erst beurteilen können, wenn... Oracle, könnt ihr uns das Fragment des Magischlüssels geben? Befände es sich in meinem Besitz, hätte ich es euch mit Freuden gegeben. Doch die Magier haben es dem Hüter unseres heiligen Hains anvertraut. Lange Zeit wachte der Hüter über den Hain, doch seine Stärke ist dahingeschwunden. Schließlich wurde er von den bösen Geistern des Waldes, den Sadistis, verdorben. Ich glaube nicht, dass er euch in seinem derzeitigen Zustand hören kann. Vergesst nicht, dass im Heiligen Hain verschiedene Zeitalter miteinander verschmelzen und entfernt euch nicht zu weit. Können wir dem Hüter nicht helfen? Vielleicht könnten wir die Sadistas loswerden. Das wird nicht einfach, aber vielleicht mit Hilfe einer Nymphenträne. Eine Nymphenträne?
So etwas gibt es nicht wirklich. Wir Nymphen kennen weder Vergangenheit noch Zukunft. Da kennen wir keine Trauer, keine Reue und somit keinen Grund, um Tränen zu vergießen. Und doch habe ich die Gewissheit, dass ihr eine Nymphenträne finden werdet. Wie ist das möglich? Sucht Finrella am Eingang zum Hain auf. Sie kann doch bestimmt helfen. Noch eine Herausforderung, die bewältigt werden muss, Scouty. Klingt gefährlich. Oh, aber vielleicht gibt es ja Magierinen, die ausgegraben werden können. Spaziergänge im Wald habe ich schon immer gemacht. Eure letzte Entscheidung rückt näher, Scouty. So, euch hier noch viel Spaß. Ich gehe jetzt erstmal in den Wald mein Schicksal erfüllen. Obwohl eigentlich nicht, weil ich ja kein Schicksal habe. Wie ich gerade erfahren habe. Verrückt.